Hallo, ich bin Manuel Reuter und nehme euch heute mal mit auf eine schnelle Runde hier in Hockenheim. Jetzt über Stadt und Ziel, fünfter Gang hin zur ersten Ecke in Hockenheim, ist richtig schnell, ein Gang runter und hier den ganzen Schwung mitnehmen. Aufpassen, Randstein und Teppich ist sehr glatt, geht es wieder einen Gang hoch zur Kurve 2. Kurve 2 ist es wichtig, das Auto gut zu positionieren, vor allen Dingen aufpassen hier, Bodenwelle, Vorderräder wollen stehen bleiben. Und jetzt Ruby ans Gas, raus in die Parabolika. Dritter Gang am Ausgang, vierter, fünfter, sechster Gang. Das ist das schnellste Stück in Hockenheim. Wird fast 2,70 gefahren im Rennen. Auch optimale Möglichkeit, DRS zu nutzen. Hier jetzt ganz spät bremsen vor der Spitzkehre. Runter bis in den ersten Gang. Ganz leicht haben wir hier einen Scheitelpunkt verpasst. Aber jetzt geht es wieder hoch. 2, 3, 4, 5. Der Rechtsknick wird dann absolut voll gefahren, runter zur Mercedes Arena. Hier wieder spät bremsen, aufpassen, linkes Vorderrad bleibt hier gerne stehen. Früh ans Gas gehen, Heck wird leicht. Dann 3, 4 hier im Scheitelpunkt und jetzt der Weg zurück hier ins Stadion. Tolle Atmosphäre, wenn hier 100.000 Menschen sitzen. Das Auto hier reinlaufen lassen, innen leicht auf den Randstein fahren. Aufpassen draußen, der Teppich ist sehr glatt. Noch einen Gang runter hier jetzt. Sachskurve wird hochgefahren mit den neuen DTM-Autos. Sehr früh ans Gas gehen, nochmal 3, 4. Geht es die links, rechts hier runter in die Senke, Gang runter. Dritter Gang, kurz ans Gas, nochmal lupfen. Und ab hier voll drauf, um den maximalen Schwung mitzunehmen, um die optimale Rundenzeit hier in Hockenheim zu fahren. Und das war eine schnelle Runde in Hockenheim mit DTM Experience.